So, Freunde, recht herzlich willkommen zurück zu einer wunderschönen neuen Folge von Stuntman Ignition. Aftershock Whoopin, Strike Force Omega, Overdrive steht an. Eigentlich eine solide 3-Sterne-Bewertung hier. Außer einmal war ich besser. Snitch! Sei keine Snitch, du Bitch! Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Diese Szene kommt zu Beginn des Films, wenn Stone einen kleinen Motorradpunk verfolgt, der auf Vargas neuer Droge ist. Du gibst den Punk. Auch hier ist wieder das Timing beim Rutschen entscheidend. Nach einem harten Drift nach rechts beschleunigst du eine steile Straße hinauf und fährst knapp an einem Polizeiauto vorbei. Dann rutschst du unter einem anderen Polizeiauto hindurch, wenn es über den Hügel schießt und direkt auf dich zufliegt. Wenn du nicht aufpasst, reißt dir der Wagen den Kopf ab. Sei vorsichtig und achte aufs Zeichen. Ich will was Magisches. Die Leute sollen sagen, hey, sie sind verschwunden. Wo sind sie hin? Sind sie in meiner Tasche? Und dann greifen sie in ihre Tasche und bumm! Krasser Film. Ja, habe ich nicht verstanden, aber okay. 3, 2, 1, Action! 3, 2, 1. Fahr knapp am Polizeiauto vorbei. Ah, der. Ich fahre ja alles ganz knapp. Gar kein... Problem. Hat ein bisschen was hier von GTA Episodes of Liberty City irgendwie, so die Optik auch. Ich meine, ich sitze auf einem Chopper und bin ein Typ mit Glatze. Mehr braucht es nicht. GTA 4 DLC. Habe ich mir gesagt, was ich überhaupt meine? GTA 4 DLC Lost in Damned, so. Oh, da wäre eine Rampe gewesen. Oh, da muss ich... ja, ich habe gedriftet, auf jeden Fall. Hat mir gefallen. Drück die Aktionstaste. Das war scheiße. Kommen wir dann nochmal. Das ist dann mit dem Ignition Roleplay. Geht weiter, Leute. Wäre auch langweilig ohne. So. Schon besser. Scheiße. Ich wollte nicht, dass die Kombo schon abbricht. Ich wieder vergessen. Mann, wieso vergesse ich das denn immer? Wieso? Oh Gott, viel zu langsam, glaube ich. Das schaue ich nicht mehr. So. Was? Ach komm. Das war cool. What the fuck? Okay, ich häng fest in dem Wagen. Alter, ich kann hier durchfahren. Geil. 1, Action! Mal eben ein Laster reingeklippt. Ja, kein Problem. Mir läuft mir gerade das linke Nasenloch, aber nur das linke. Ich will nicht mehr leben. 3, 2, 1, Action! Fahr knapp am Polizeiauto vorbei. Drück die Aktionstaste. Mann, ich hab doch gefickt lenkt. 3, 2, Ai! Action! Knapp am Polizeiauto vorbei. Was mache ich hier eigentlich? Da bin ich komplett besoffen? 3, 2, 1, wahrscheinlich. Action. Fahr knapp am Polizeiauto vorbei. Drück die Aktionstaste. Bada 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 bum. Okay. Unterher. Nein! Was du da jetzt für ein Donut, Alter? Ich pass so aus, Alter. Fahr knapp am Polizeiauto vorbei. Ich werde echt so hart zu scheiße für dieses Level schon wieder, das ist unfassbar. Drück die Aktionstaste. Driftwende nach rechts. So. Drück die Aktionstaste. Driftwende nach rechts. Fahr knapp am Polizeiauto vorbei. Komm on! Oh Mann, ey, ich will. Aber da die Kombo. Oh gut, die können Wheelie ziehen eigentlich, ne? Drück die Aktionstaste.
Du Arschloch, der habe ich nicht mal gesehen. Alter, in der Luft. ja, gut, das war natürlich schön. Mein Gott, ey. Irgendwann hört der Spaß auch auf. Fahr knapp am Polizeiauto vorbei. Drück die Aktionstaste. Ey, man kann es halt echt so nicht mehr stehen lassen. Ich habe ein bisschen Angst vor dem letzten Level gleich. Level. Vor der letzten Szene. Drück die Aktionstaste. Das vermutlich aus gutem Grund. Oh, meine Punkte wurden schon geklaut. Fies. Das ist so eine Scheißstelle, Mann. Ich kotze ab, Alter. Ich hasse es. Ja, es war scheiße, gebe ich auch zu. Machen wir nochmal. Einfach auch das Prinzip, das war halt wieder so eine gequillte Scheiße am Ende. Aus und vorbei. Nochmal bitte. Das kann ich so nicht stehen lassen. 3, 2, 1, Action. 3 Sterne Minimum. Ups. Drück die Aktionstaste. Drück Wende nach rechts. Fahr knapp am Polizeiauto vorbei. Ich finde bei so einem Griff immer so viel Speed, ne? Ich hasse es. Drück die Aktionstaste. Den Action-Button. Fahr knapp am Lastwagen vorbei. Oh mein Gott, ich mach kein kompletter Murks, den ich hier abziehe. Na also, schon besser. Versteht ihr, was ich sage? Wahnsinn! Wir sollten ihm ein Schild malen, auf dem Wahnsinn steht! So, und nicht anders. Meine Güte, Muscle Bike. Pam, badam, badam, badam. So, Finale. Die letzte Szene, wobei die letzte Szene ja eigentlich die erste Szene war schon. Also die erste Szene war die letzte Szene. Also oh, schickes Auto. In dieser Szene bist du Stone und fährst in Vargas preisgekröntem Sportwagen, dem MVX Sparta. Der Hauptstunt kommt am Ende. Du rast über 2 Dächer und machst dann einen gewaltigen Sprung, um in einen Helikopter in der Luft zu krachen. Du musst vom ersten Sprung an Vollgas geben, sonst bist du nicht schnell genug. Sieh zu, dass du die ganze Zeit gerade durchkommst und richtig draufdrückst. Kleiner, wenn du die Nummer bringst, hast du echt Grund zum Protzen. Wenn die Leute diesen letzten Tag sehen, sollen ihnen die Köpfe hochgehen. Die Köpfe sollen hochgehen und die NASA soll anrufen und fragen, ob die ihr Köpfe hochgehen lassen. Die sollen explodieren. Sorg dafür oder ich lasse deine Familie entführen. Kein Druck. Also ein bisschen hier stirbt langsam 4. 2, 1, ich glaube, ich muss direkt rückwärts fahren, kann das sein? Ja. Dass ich das gerade nicht verkackt habe, ist ein Wunder. Das war auch eigentlich ultra schlecht. Oh, das Auto zieht aber schon. Ich merke es auf jeden Fall. Watteschlepper! Das hat schon mal funktioniert. Mann! Prinzipien. 3, 2, 1, Action! Fahr unter dem Sattelschlepper her! Alter, das verkacke ich immer, Mann. Ich muss andersrum denken beim Lenken. 3, 2, 1, Action! Glaube ich. Ja, genau. Fahr unter dem Sattelschlepper her, 180er rückwärts. So, das war doch schon sexier. Okay, sehr schön. Knapp an der Explosion rechts. Drück die Aktionstaste. Drift Wende nach rechts, einen Zusammenstoß hin. Uiuiuiui. Okay. Knapp an der Explosion
Ich sehe nichts. Nein, weshalb? Mann, scheiß Auto. Du warst kacke im Weg. Das war ein guter Striff. Das war voll. Ich war gerade richtig stolz auf mich. Fick dich. Hab ich denn 3 Strikes? Was hab ich denn noch verbrochen? Das war geil. Cut! Andere Regisseure würden sagen, das war super, aber dann mach mit denen was, denn meine Filme rocken! Okay, war das jetzt so schlecht? Echt? Oh, okay. Kann ich so hier eigentlich nicht stehen lassen, ne? Was ist denn mit dem Fluchtwagenfahrer? Okay. Alles klar, der Hubschrauberjäger, was auch immer. Das will ich nochmal machen auf jeden Fall. Das Ende war ein bisschen unbefriedigend. Sagen wir mal, wie es war, wie es ist. Oh Mann, ey, oh, den, das ist echt schwer die Stelle. Ich habe die Kontrolle verloren. Dezent die Kontrolle über meinen Wagen verloren. Boah, der Wagen ist aber echt geil. Also der ballert schnell wieder in die andere Richtung. Das gefällt mir. Scheiße! Oh Mann, ey. Ich wollte die Kombo auf euch da halten. Ich habe jetzt, wow. Jetzt sind meine Punkte schon gut geschrieben worden. Na gut, am Anfang ist nicht so schlimm. Und das hat jetzt mit dieser Stelle jetzt so Probleme bereitet. Nachdem das eigentlich beim erstmal gar kein Problem war. Komischer Drift, aber reichte. Also das nicht zählte. Ich war in dem Bereich. Die Stelle ist scheiße. Ich sehe immer nicht, wo ich da hin muss. Ich denke mir halt, ja, beide Richtungen versperrt. Mama. Auch da war ein Strike drin. Toll. Alter, da hat sich gerade... What the fuck? Nein, Punkte! Oh. Ich habe viel geschafft, aber trotzdem. Ärgerlich. So, ich glaube, ich liege daneben, oder? Ja, wir können aus beiden versuchen, das Beste zusammenschneiden, würde ich sagen. Cut. Recht ordentlich. Schon besser. Nicht so gut wie in meinem Kopf oder auf dem Papier, aber wann klappt das schon? 3 Sterne. Na gut, nehme ich. Eieieiei. Ja, was wollte ich gerade sagen? Habe ich vergessen. Was wollte ich gerade sagen? Ich hab's vergessen. Ach, ist ja auch egal. Bonus freigeschaltet. So, dann gucken wir jetzt mal den Trailer an, würde ich sagen. Filmtrailer freigeschaltet. Overdrive. Sein Name ist Stone. Ein knallharter Cop, der seinen Job liebt. Was? Du sagst dir Drogencola ein, Kowalski? Tut mir leid! Und er will diesen Mann, Varda, ein finsterer Drogenboss mit einer kranken Vorliebe für Gewalt. Die süßen Mädchen wollen eine Nummer schieben. Als die neue Designer-Droge Gristle rauschenden Absatz findet, steigt die Zahl der Toten täglich. Der Hass eines Mannes kennt seine Grenzen, bis das Fass übergelaufen ist. Varda! Nerven wie Drahtseile. Blut
blutige Fäuste und nicht alle Tassen im Schrank. Stone wird vor nichts Halt machen, Varga für immer zu beseitigen. Blinde Schießwut gegen blinde Schießwut. Zwei Männer, nur einer wird überleben. Gewinner brauchen keine Drogen. Overdrive. Frei ab 16. Rated R. Interesting. Komischer Trailer. Es ist wirklich so ein richtiger 70er-Jahre-Trailer. Naja, eigentlich nicht. Also mit Voice-Over und so, was es damals immer noch ganz viel gab. Und heutzutage will das keiner mehr. Aus gutem Grund. Okay, wie viel Zeit haben wir noch? Ah ja. Komm, versuchen wir uns nochmal an den Nebenjob, den ich ja letztes Mal schon sahnig verkackt habe. Können wir so auf die Einweisung skippen hier, das kenne ich schon. Präzises Fahren im Team an. Ja, im Team fahren, ich verstehe. Stuntfahrer in einer strengen Choreografie zwischen ihnen hin und her. Da gibt's eine Menge Überholmanöver, 180er und komplette Stops. Mach deine Manöver so schnell wie möglich und triff bloß keine anderen Autos, sonst kommen sie von ihrer Position ab und die ganze Show ist ein einziger Crash. Crap, ein einziger Crap. Ja, ja, komm, bla 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 bla. Let's fucking go. Ich hasse es. Das ist so, der lenkt dann immer ein irgendwann und das ist dann, das ist echt Käse. Das reicht ja schon. So, Feed. Oh, scheiße. Ja, okay. Da habe ich zu spät gebremst. Alter. Das ist der beschissenste Nebenjob bisher. Ich hasse es. Wunderschöner 180er. So, das dumme Auto da wieder. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh, das war's schon. Oh, meine Punkte wurden ja gut geschrieben, merke ich gerade. Machen Sie Bilder. Rahmen Sie sich den Abriss Ihrer Eintrittskarte ein. Sie wurden Zeugen der außergewöhnlichsten Stuntfahrt, die ich in 25 Jahren als Ansager miterleben durfte. Ich hab doch verkettet. Okay, war mir nicht sicher. Weil das sind die 75.000 Punkte oben. Deswegen dachte ich mir so, ja, nice, Alter. Nehm ich. Ferngesteuertes Zivilauto. Ganz toll. Ach schön, ach schön. Okay. Showman bin ich jetzt schon. Dann würde ich sagen, machen wir doch einfach direkt den nächsten, oder? Armor All. Aha. Armor All Werbung. Das ist eine Werbung für Armor All auf dem Set von Overdrive. Du fährst ein modernes Muscle Car und der Wagen ist total verdreckt. Du springst durch drei Anhänger von Armor All und der Wagen wird blitzsauber. Nach der Reinigung hat dein Wagen die Kraft von Armor All und du pflügst dir einen Weg durch einige Lieferwagen. Wir haben sie mit Ladungen versehen, die sie durch die Luft schleudern, sobald du einen triffst. Das wird bestimmt lustig. Was ist das für eine Message, Alter? Ich glaube nicht, dass sowas gezeigt werden darf, so. Hey, nach unserem Waschgang kannst du einfach alle Autos umbratzen. Gar kein Problem. Ich weiß ja nicht. Okay. So. Direkt die Verkettung schon verkackt. Uiuiuiui. Okay. Triff die Kisten. Schnapp die Münzen. Tot. Cut, bitte etwas genauer. Ja. Zu viele Strikes. Ja, einer, um genau zu sein. 3, 2, 1, Action. Mein linker Mittelfinger juckt. Weil ich in meinem Popoloch gesteckt hab. Was? Linkskurve. Schramme am Fahrzeug entlang.
Wow, Alter, ich hielt sie hier immer weg. Unfassbar. I mean, wenn das okay ist für die Werbung. Nein, Punkte verloren. Ey, bitte. Okay, ein Versuch noch. Was? Ey, komm. Ein richtiger Versuch, meine ich natürlich. Ich habe das Fahrzeug Schramm vergessen. Mein Gott, selbst der driftet jetzt immer furchtbar. Ey, das ist so furchtbar, die Stelle. Verpiss dich! Schreien hilft manchmal. Ah, das ist die Wandhinlage quasi. Und die zweite. Irgendwie. Und die dritte. Bäh! Welchen? Welchen? Och man, das war voll gut. Das war voll gut. Ich will den jetzt noch schaffen. Den Werbung. Kann ja wohl nicht angehen hier. 3, 2, 1, Action! War nicht ganz cool, dass man halt auch mal so Modus hat, wo man quasi keine Fehler machen darf. Quasi. Man darf keine Fehler machen. Alter, selbst wenn ich so langsam da reinfahre. Fick dich doch, Mann. Er hat sich gefickt. Das war nicht gut. Da bin ich mal viel zu schnell. So. Der Triple Wash. Let's fucking go. Ey, das war ganz schön knapp tatsächlich. Oh, das war noch viel knapper. Nein! Jo, direkt die Verkettung verkackt, stark. Oh, ich bin mal nicht ganz so durch die Gegend geflogen. Ich denke wie immer, ich muss da... Ich weiß auch nicht, was ich da machen muss. Also ich weiß, was ich da machen muss, aber was ich da denke, was ich machen muss. Das ist jetzt der letzte Versuch. Yo! Bruder! Es ist sehr ärgerlich, dass ich jetzt so kacke geflogen bin und dadurch natürlich auch meine Kombo verloren habe. Den muss ich treffen. Okay. Alter, es ist eine Scheiße. Okay. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.